Kultika, bitte! Jesus! Jesus! Moin moin, geilen Schnittchen und herzlich willkommen zurück zu der besten Sendung auf ganz YouTube. Heute nehmen wir zur Abkühlung einfach mal in unserem Cabrio direkt noch eine Kühlanlage mit. Kein Wunder, dass früher die Zusatzoption Klimaanlage so wenig verbreitet war, wenn das Ding die ganze Rückbank einnimmt. Apropos, wir starten neben dem Feel-Good-Moment auch noch mit einem an selbiger Stelle, der mir passiert ist. Der Ehrenmann hat mich nämlich reingelassen. An alle, die gerade an einem Opa-Gicht-Moment gestorben sind, weil sie eine nicht von TikTok angelernte Aufmerksamkeitsspanne entwickelt haben. Keine Sorge, das Video wird jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Die Anfänge sind immer ganz schwierig. Genauso schwierig wie der Parkplatz von dem Heizöllieferanten. Hallo. Aber gut, wenn wir ehrlich sind, eine andere Möglichkeit hat er ja nicht. Also ist Paragraph 1 Gegenseite vor- und Rücksichtnahme gefragt. Gewagter Parkplatz. Wenn man genau hinhört, hört man das ungeduldige Unheil von hinten schon tönen. Vollidioten. Solche Vollidioten. Leider, wie wir wissen, kein Einzelfall. Charming Boy geht auf ein Mädchen frei. Er weiß, dass ihm das Spiel gelingt. Wenn er singt, Charming Boy. Aber zum Knappeinscheren braucht man nicht unbedingt ein dünnes Motorrad. Da reicht auch ein dicker Mercedes. Video protected. Alter, Alter! Hä? Was denn überhaupt passiert? Zum Glück nichts. Er war schnell genug, denn sonst wären bei Meister Lampe alle Lichter aus gewesen. Junge! Girosto hat hier eine Abart getroffen, die anscheinend nicht nur auf eigener Achse, sondern auch auf fremder Achse relativ schnell unterwegs ist. Mega geiles Teil, das lohnt sich mal näher anzuschauen. Das denkt sich auch der BMW hinter dem Trailer. Nice. Falls ihr mehr zu dem Auto sehen wollt, dann schaut beim YouTube-Kollegen Philipp Kess vorbei. Grüße gehen raus. Daddy das Gegenüber muss ganz schön am Träumen sein. Daddy das wird sich gleich relativ hart erschrecken. Haha, wie er rüberzuckt. Hey, mein Mann, ich sah aus. Konzentriere dich. Ich konzentriere mich. Renn nicht zu schnell, du bist zu schnell. Fahrradfahrer fährt da rüber gerannt. Das stimmt was nicht. Brems! Ja, wir sind halt. Kreuzung, Leute, ihr könnt nicht in der Kreuzung anhalten. Doch. Aber was soll das denn? Na, 10 Meter Laufweg gespart? Bestimmt. Scheuert oder was? Wieder ein Beweis, dass man in alten Kleinwagen falsch eingeschätzt wird. Das ist schlecht. Bruh. Ich meine, entschuldigt sich, aber das hätte ganz anders ausgehen können. Oh, Junge. Für Aluminiumsulfat. Hey! Was sagst du denn? Mach mich nicht verrückt. Hier wird eine Situation, wo das Gesprochene im Kinderhörbuch genau zur Situation passt. Das ist so witzig. Familie Wutz kommt an einer Weggabelung. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Boy. Tja, die einen so, die anderen so. Hier in der Situation gäbe es eigentlich eine Abbiegespur zum Verwenden. Alter. Alle Leute. Was gibt's denn an links Abbiegespur? Packo. Die Leute auf da, gerade aufgesetzt. Aber wo wir schon beim kreativen Abbiegen sind, was macht eigentlich der da hinten? Links sind dann nochmal Leute, das erste Licht. Ui! Sehr schön.
an alle Leute, die gerne zeitig irgendwo ankommen wollen. Was freut einen noch mehr, als hinter einem Radfahrer gefangen zu sein? Kommst du aus Großbritannien nach Bayern rübergezogen und wirst erstmal mit einem Lahmarsch begrüßt. Ich möchte kurz anmerken, sehr vorbildlich überholt hier in Volvo. What's that? 25 kilometers an hour. Aber wie bei allem gibt es ja auch Tuning-Versionen davon. Wie wär's denn mit statt 25, 45 km/h? Gabriels Begeisterung hält sich dennoch in Grenzen. Vorerst. Och, leck mich doch an den Füßen. Tja, die kleinsten Dinge sind immer für die größten Überraschungen zuständig. Oder, wie soll man das sagen? Alter, das Ding ist ganz schön schnell. Wir fahren 65 laut Tacho. Und er wird noch schneller. Ich fahre 80 laut Tacho. Der darf nur 45 fahren. 90. 90 laut Tacho. Aber wie wär's denn mal aus der Sicht aus eben einem solchen Fahrzeug das Ganze zu sehen? Dr. Plastikblech fährt nämlich so ein Teil. Und ich muss sagen, er ist sportlich unterwegs. Angenommen habe ich dieses Video, weil hier definitiv zum Tragen kommt, dass aufgrund der langsamen Geschwindigkeit die Fahrzeuge keinerlei Assistenzsysteme wie ABS und ESP haben. Das werden wir gleich sehen. Es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass er unverantwortlicherweise innerorts mit über 70 den Berg runterballert. Junge, warum tust du das? Wie fährst du? Fahr mal bitte was langsamer, Junge. Alter. ABS, Talk, fahr mal was langsamer, Alter. Ich glaube, es ist besser. Ja, ich glaube auch, dass es besser wäre. Super brillante Reaktion seiner Mitfahrer. Und jetzt gebt mir Hass, weil ich sowas eine Plattform gebe. Ich glaube, das war einfach nur peinlich und kein Posen. So, meine Freunde der Landstraße, wir sind leider fast am Ende des Videos angelangt und ich werde mich jetzt schon mal bei euch dafür bedanken, dass ihr euch die Folge gegeben habt. Ich hoffe, sie war so unterhaltsam wie sonst auch. Und zum Abschluss hören wir uns noch den komödiantischen Monolog von Astrawerke an, der über das Fahrverhalten der anderen links von ihm auf der Autobahn sinniert. Jetzt haben wir aber auch lange genug Rettungsgasse gebildet. Jetzt ist höchste Zeit, hier mal wieder so zu machen. Wer will denn schon, dass hier noch einer mit dem Rettungswagen sich durchquetscht? Unverschämte Dreistigkeit. Weißt du, blaues Licht auf dem Dach und dann direkt glauben, hier einen auf Dicken machen zu können. So ist das nicht. Nee, nee. Nee, nee, nicht mit uns. Bis zum nächsten Mal, euer Horsi.